Ja, wir wollen uns heute nochmal um Einschrittverfahren kümmern. Und wir beginnen mit den sogenannten Runge-Kutta-Verfahren. So, da sind sie. Und das ist was wie eine Verallgemeinerung der ganzen Verfahren, die wir bisher schon kennengelernt haben. Nochmal kurz zur Erinnerung, zwei Verfahren hier nochmal dargestellt, nämlich das Verfahren von Hoyn. Wie ging das nochmal? Man braucht eine Verfahrensfunktion. Das heißt also, ich brauche bei den Einschrittverfahren eine Funktion, die abhängen darf von den aktuellen Werten TK und YK und die mir mein Funktionswert an der Stelle TK plus 1 voraussagt. Nun, was mache ich dazu, wenn ich meine Anfangswertaufgabe y' von t gleich f von t und y von t lösen will? Ich rechne aus ein f1 gleich f von tk und yk, ein f2 gleich f von tk plus h und yk plus h mal f1 und setze dann meine Verfahrensfunktion zusammen als 1/2 mal f1 plus 1/2 mal f2. Und natürlich ist dann mein yk plus 1 gleich yk plus h mal phi. Okay, wenn wir uns das angucken, welche Struktur das hat, also zunächst mal werten wir dieses f einmal aus an der Stelle tkyk und dann benutzen wir dieses f1, um eine neue Stelle auszurechnen, an der wir das f dann nochmal auswerten. Und die Idee war hier, wenn wir das so machen und das phi einsetzen, dann hat das Ganze eine Konsistenz der Ordnung h². Okay, das heißt also, wir haben zwei Auswertungen von f und haben dafür eine Konsistenzordnung 2 bekommen. Okay, wie war es beim verbesserten Euler-Verfahren? Auch da haben wir zunächst mal ausgewertet an der Stelle f von tk und yk. Und dann haben wir auch hier diesen Wert, den wir da rausbekommen haben, dieses f1 mal wieder benutzt, um das f an einer anderen Stelle auszuwerten, in diesem Fall an der Stelle tk plus h halbe und yk plus h halbe mal f1. Und am Ende haben wir unser phi, unsere Verfahrensfunktion, dann zusammengesetzt als, ich schreibe das hier mal so, als 0 mal f1 plus 1 mal f2. Wenn wir das ein bisschen verallgemeinern wollen, dann könnte man sagen, also bei diesen Verfahren hier, da haben wir zunächst mal immer das f ausgewertet, im zweiten Argument an der Stelle yk. Das ist auch eigentlich klar, denn ich habe ja nichts anderes. Ja? Ich darf also nur das yk benutzen und dann setze ich halt in mein f an die zweite Stelle das yk ein und vorne könnte ich noch auf die Idee kommen, beim tk könnte ich noch auf die Idee kommen, das um ein bisschen zu verschieben, um eine Konstante mal h. Das war hier vorne auch ein paar Mal tatsächlich der Fall. Das heißt, meine erste Auswertung ist sowas wie f von tk plus alpha 1 mal h an der Komma yk. Okay, wie ist man dann weiter vorgegangen? Mein F2, da darf ich hier vorne natürlich wieder, kann ich mir wieder irgendeine Stelle suchen, an der ich auswerte, möglichst im Intervall natürlich von tk bis tk plus 1. Und an der zweiten Stelle hinten, welche Form hatte das? Das hatte yk plus, irgend so ein h mal eine Konstante mal dieses f1, das wir gerade ausgerechnet haben. Das heißt also, eine vernünftige Form dafür wäre f2 gleich f von tk plus alpha 2h und yk plus h mal beta 2 1 mal f1 und diese Form, in diese Form passen tatsächlich jetzt alle Verfahren, die wir bisher kennengelernt haben. Jetzt könnte ich natürlich das noch ein bisschen weiter treiben und ich nehme nicht nur f1 und f2, sondern ich nehme hier zum Beispiel noch ein f3. Das kann ich natürlich auch wieder auswerten. Ich mache das so auch wieder eine Funktionsauswertung von f sein. Hier vorne natürlich möglichst so eine Funktionsauswertung im Intervall von tk bis tk plus 1. Und hier hinten, da lasse ich jetzt eben zu, dass das yk modifiziert wird, nicht nur durch das f1, sondern auch durch das f2, das ich bereits ausgerechnet habe. Und das kann ich natürlich treiben bis zum Grad m und dann haben wir hier sowas stehen wie fm gleich f von tk plus alpha m mal h und yk plus h mal die Summe l gleich 0 bis m minus 1 beta ml mal fl.
Ja, und das Verfahren wird dann natürlich charakterisiert dadurch, welche Konstanten ich wähle für die Alpha 1 bis Alpha M hier vorne und welche Konstanten ich wähle für die Beta ML, ja, für die Beta JL, glaube ich, habe ich es genannt, für die Beta JL, die hier vorne vorkommen. Ja, und alle Verfahren, die wir kennengelernt haben, passen tatsächlich genau in diese Form. Okay, dann haben wir also jetzt die FKs ausgerechnet. Wie kriegen wir unsere Verfahrensfunktion Phi? Naja, die setzen wir jetzt einfach aus diesen Werten zusammen. Also Phi ist Gamma 1 F1 plus Gamma 2 F2 und so weiter bis Gamma M mal Fm. Und auch das passt wieder genau für unsere Verfahren. Und ja, hier oben haben wir ein 1,5 F1 plus 1,5 F2. Das heißt, da wäre Gamma 1 gleich Gamma 2 gleich 1,5 gewesen. Hier vorne wäre es gleich 0 und 1 gewesen. Okay, das heißt also, so ein Verfahren wird charakterisiert durch irgendwelche Zahlen, Gamma K, Alpha K und Beta JK. Und ja, insbesondere, und diese Verfahren nenne ich jetzt Runge-Kutta-Verfahren, der explizite Runge-Kutta-Verfahren, und zwar M-stufige. M-stufige ist klar, ja, weil wir vorne M-Auswertungen von F brauchen, um dieses Phi, das wir haben, tatsächlich auszurechnen. Warum ist es explizit? Naja, alles, was wir hier stehen haben, sind tatsächlich Zuweisungen. Ja? Wenn wir das von vorne nach hinten durchrechnen, also erst F1, F2 und so weiter, dann können wir jedes Mal, können wir tatsächlich das tatsächlich tun. Dann müssen wir nicht eine Gleichung auflösen oder so, sondern die rechte Seite können wir direkt ausrechnen, können das Ganze zuweisen und erhalten so unsere Werte F1 bis Fm und können am Ende so unser Phi als die Summe Gamma J mal Fj tatsächlich aufaddieren. Okay, wenn ich da vorne sage explizit, dann muss es auch implizite Formen geben. Und nachdem wir bis jetzt die impliziten Verfahren betrachtet haben, ist schon klar, was dann passieren muss. Das heißt also, bei der Berechnung von F1 hier vorne darf tatsächlich das F1 auch auf der rechten Seite auftauchen. Und ich mache es noch ein bisschen schlimmer. Ich lasse tatsächlich bei der Berechnung von F1 zu, dass tatsächlich alle Werte von F1 bis Fm auch noch irgendwie auf der rechten Seite hier vorne auftauchen. Das heißt also, meine allgemeine Form für irgend so ein Fj wäre so wie Fj ist F von Tk plus Alpha J mal H, Yk plus H mal Beta, Beta J1 F1 und so weiter bis Beta Jm Fm. Das heißt also, ich lasse das nicht hier irgendwann mal abrechnen, sondern ich nehme tatsächlich alle F-Werte dürfen tatsächlich auf der rechten Seite auftreten. Naja, und dann sehen Sie natürlich, das hier ist jetzt plötzlich nicht mehr eine Zuweisung, die ich hier vorne habe. Ja, es dürfen ja hier vorne zum Beispiel Y, es dürfen hier vorne F1 bis Fm auf der rechten Seite auftreten. Ich habe jetzt tatsächlich ein Gleichungssystem mit M-Gleichungen und M-Unbekannten und das muss ich wieder auflösen nach F1 bis Fm. Okay, gut. Wir interessieren uns im Wesentlichen für die explizite Form, aber auch die implizite Form macht eigentlich gar keinen Unterschied. Den nächsten Satz, und das ist der wesentliche Satz für die Runge-Kutta-Verfahren, der gilt für beide tatsächlich. Okay, gut, der Satz behauptet, sei f mindestens einmal stetig differenzierbar und sei die Gamma J in diesem Verfahren, die seien so gewählt, dass die Summe J gleich 1 bis M Gamma J gleich 1 ist und dann behaupte ich, das Verfahren ist mindestens konsistent von der Ordnung 1. Falls sogar gilt, dass f zweimal stetig differenzierbar ist, die Summe der Gamma J gleich 1 ist, die Summe der L Beta J L gleich Alpha J ist und die Summe der über alle J Alpha J Gamma J gleich 1,5, dann behaupte ich, ist das Verfahren sogar konsistent von der Ordnung 2. Der Grund, warum ich das hier tatsächlich beweise, ist, ich möchte Ihnen nochmal zeigen, wie man Konsistenz allgemein für solche Einschrittverfahren nachweist und insbesondere auch den Grad oder die Ordnung der Konsistenz nachweist. Wie ging das nochmal mit dem Nachweis der Konsistenz? Naja, also da schauen wir uns unsere Verfahren ein, setzen für TK T ein, setzen für YK ein Y von T ein und berechnen diese Differenz der linken und rechten Seite bei der Zuweisung.
Ja, also was passiert, wenn wir hier jetzt das machen? Das heißt also in diese FJs, die wir hier vorne stehen haben, da müssen wir also rechts so ein T hier vorne einsetzen. Aus dem TK wird praktisch ein T und das YK hier vorne, daraus wird ein Y von T und das Y von T und das Y ist irgendeine Lösung der Differentialgleichung. Ja? So haben wir das immer angesetzt mit der Konsistenz. Okay, also so setzen wir uns mal, wie sehen diese FJs dann aus? Ja, ich mache mal hier oben so, ihr könnt es vielleicht sehen. Aber, nee, da oben ist ja wir nehmen einfach die implizite Form hier oben. Das FJ lässt sich also darstellen als F von T plus Alpha J mal H. Und ja, YK, wie gesagt, für die Untersuchung der Konsistenz wird das YK zu einem Y von T. Also schreiben wir das hier vorne hin. Y von T plus H mal die Summe über alle L, Beta JL mal FL. Ja, und Sie können sich jetzt vorstellen, für die implizite Form geht das hier tatsächlich von L gleich 1 bis M. Für die explizite Form wäre das hier eine Summe, die irgendwann mal abbrechen würde. Okay. Gut, wie gehen wir immer vor bei der Konsistenz? Wir machen Taylor-Entwicklung und hier natürlich zweidimensionale Taylor-Entwicklung. Ich habe Ihnen jetzt hier schon grün das markiert, also die Abweichungen praktisch zu unserem Argument t und y von t. Wir wollen diese Funktion f entwickeln um den Punkt t, y von t. Das heißt, das Erste, was wir bekommen, ist ein f von t und y von t. Plus die Differenz in der ersten Komponente, also Alpha J mal H, mal die Ableitung von F nach der ersten Komponente, also FT, an der Stelle, an der wir entwickeln, also T und Y von T. Plus, ja, zweite Differenz hier vorne ist H über alle Summe, H mal Summe über alle L, Beta JL mal FL, mal die Ableitung von F nach der zweiten Komponente, gibt ein FY an der Stelle T und Y von T, an der wir tatsächlich entwickeln. Und das gibt ein Plus Groß O von H Quadrat. Jetzt haben wir ein bisschen ärgerliche Situation, nämlich jetzt taucht das FL hier vorne wieder auf der rechten Seite auf und das wollten wir ja eigentlich entwickeln, darüber wollen wir eine Aussage haben. Und der Trick bei diesen Sachen ist dann immer, naja, also das, was ich hier gerade ausgerechnet habe, das setze ich hier jetzt einfach nochmal ein. Ja, also ich habe hier gesagt, das FJ ist F von T, Y von T plus irgendwelche Terme, die mindestens ein H haben. Das alles, das heißt, das gilt, dieses FJ ist ein F von T und Y von T plus ein Groß O von H. Ja, denn diese ganzen Terme hier vorne, die kann ich abschätzen. Das ist H mal irgendwelche Terme, die ich abschätzen kann. Das ist tatsächlich ein Groß O von H. Okay, gut. Das heißt also, dieses FL hier vorne ist ein F von T und Y von T plus ein Groß O von H. Okay, setzen wir das ein und was bekommen wir dann? Also erstmal hier vorne das F von T und Y von T. Wir haben gesagt, das Y ist eine Lösung der Differentialgleichung. Das heißt also, es ist nichts anderes als Y' von T und das setze ich hier vorne schon mal direkt ein. Dann kommen noch irgendwelche Terme und die schreibe ich mal hier vorne hin. Also erstmal tragen die alle mindestens ein H. Das H hole ich schon mal nach draußen raus. Dann haben wir hier ein Alpha J mal FT von T und Y von T und dieses Argument, das schreibe ich mal hinten hinter, das soll für alle Funktionen gelten, die hier vorne auftauchen. Spart mir so ein bisschen Schreibarbeit. Plus die Summe über L, also das H haben wir schon hier vorne, ja? Summe über alle L, Beta JL mal, naja, und jetzt setze ich hier vorne ein, dass für das FL das F von T und Y von T, gibt also hier vorne ein F mal FY an der Stelle T und Y von T. Und jetzt sehe ich schon, ich habe was vergessen. Ich wollte natürlich hier vorne noch schreiben, ein Plus Groß O von H Quadrat. Ja, das stand ja oben auch schon. So, und jetzt würden Sie wahrscheinlich sagen, ja, Moment, das FL war ja nicht gleich dem F, sondern hier stand ja noch ein Groß O von H. Ja, das ist richtig. Aber dieses Groß O von H wird hier vorne multipliziert mit dem H, was wir hier vorne haben. Das heißt, wir haben nicht in Wirklichkeit nicht ein Groß O von H, sondern in Wirklichkeit ein Groß O von H Quadrat. Und zusammen mit diesem Groß O von H Quadrat gibt das eben, ja, ein Groß O von H Quadrat plus Groß O von H Quadrat gibt wieder zusammen ein Groß O von H Quadrat. Das heißt also, diese ganzen, Sie können sich dieses Groß O einfach immer vorstellen, das sind Terme, die mindestens ein H-Quadrat tragen. Also das hier bedeutet, dieses sind Terme, die mindestens ein H-Quadrat tragen. Und das haben wir hier vorne auch, ja? Denn hier vorne ist ein H, hier, das ist ein Term, der mindestens ein H hat. Also H mal, das gibt insgesamt ein Groß O von H-Quadrat. Naja, und das gibt hier eben auch insgesamt wieder ein Groß O von H-Quadrat.
Okay, gut. Das heißt also, wir haben hier eine Darstellung für das FJ gewonnen, von zweiter Ordnung. Ja, hier steht sowas wie Groß O von H Quadrat. Und jetzt schreiben wir unsere Formel für den Konsistenzfehler hin. Das ist ein Tau H von T und Y von T ist Y von T plus H minus Y von T durch H minus Phi von T und Y von T. Das ist die Definition der Konsistenz. Und wie fängt man immer an? Naja, also man fängt immer gleich an. Ja? Also dieses Ding hier auf der linken Seite, das wird entwickelt nach Taylor. Und natürlich ist die Taylor-Entwicklung unabhängig vom Verfahren immer dieselbe. Ja? Also da steht immer Y von T minus Y von T geht weg. Dann haben wir ein H mal Y Strich von T geteilt durch H gibt ein Y Strich von T. Plus H Quadrat halbe mal Y2 Strich von T geteilt durch H gibt ein H halbe mal Y2 Strich von T. Plus am Ende noch ein, ja, eigentlich steht hier oben ein Groß O von H hoch 3 geteilt durch H gibt ein Groß O von H Quadrat. Okay, dieses Phi hier vorne, für dieses Phi setze ich jetzt, unsere Verfahrensfunktion ein. Und was war unsere Verfahrensfunktion? Sie haben es bestimmt inzwischen längst vergessen. Ne? Da oben, das Phi war und die Summe über alle Gamma J mal FJ. Und das setze ich einfach hier vorne ein. Also minus die Summe J gleich 1 bis M Gamma J mal FJ. Okay, gibt insgesamt ein Y' von T plus H halbe mal Y2' von T plus ein Groß O von H Quadrat. Das soll ein Plus sein hier vorne. So, okay. Und dann setzen wir für die FJs natürlich unsere Formel ein, die wir gerade gezeigt haben. Ja, also das FJ ist das da oben. Jetzt haben wir es. Das FJ ist das hier oben. Das FJ ist Y' von T. Plus diesen Term hier vorne, plus ein Groß O von H Quadrat. Und das setzen wir jetzt hier vorne für dieses FJ ein. Und dann bekommen wir erstmal ein Minussumme J gleich 1 bis M, Gamma J Y' von T. Ja, das ist dieses Y' hier vorne eingesetzt. Und das FJ ist wohl noch ein bisschen größer. Das heißt also, da bekommen wir noch ein Minus H, das ist dieses H hier vorne, mal die Summe J gleich 1 bis M, Gamma J mal Alpha J mal FT plus Summe über all L Beta J L mal FY und das Ganze ausgewertet an der Stelle TY von T. Und ich sehe schon, hier habe ich wieder das Groß O von H Quadrat vergessen. Na, ich habe es leider hier stehend. Das ist nicht so ganz einfach zu schreiben. Okay, gut. Schauen wir uns den Term hier vorne, den wir hier stehen, an. Erstmal, die erste Normierung, die wir hatten, war, die Summe über alle Gamma J ist gleich 1. Okay, wenn das der Fall ist, dann ist das hier nichts anderes als Y' von T. Hier steht auch ein Y' von T. Das heißt, wenn die Summe der Gamma J gleich 1 ist, geht dieser Term hier vorne raus. Und alle anderen, die Terme, die da noch stehen, haben mindestens ein H. Das heißt also, es sind Terme von Groß O von, ist ein Term Groß O von H. Und das bedeutet, das Ganze ist konsistent von der Ordnung 1. Und was haben wir dazu benutzt? Im Wesentlichen die Tatsache, dass das Y eine Lösung der Differentialgleichung ist, nämlich das Y' von T gleich F von T und Y von T ist. Okay, jetzt haben wir behauptet, unter bestimmten Voraussetzungen ist das sogar konsistent von der Ordnung 2. Also schauen wir uns das auch noch an. Die erste Bedingung war, dass Alpha J gleich der Summe über alle L Beta J L ist. Wenn das der Fall ist, dann bedeutet das, naja, dieser Term, der hier vorne steht, ist nichts anderes als Alpha J. Ja? Das heißt, ich kann das Alpha J hier vorne ausklammern und hier steht nichts anderes als minus H mal die Summe J gleich 1 bis M Alpha J mal Gamma J mal, naja, und jetzt steht hier ein FT plus F mal FY an der Stelle T und Y von T. Ja, das haben wir jetzt auch schon, wer weiß, wie häufig benutzt. Die zweite Ableitung von T, wenn ich das hier vorne einsetze, das nochmal nach F differenziere, ist nichts anderes als genau das, was ich gerade hingeschrieben habe, nämlich ist gerade gleich FT plus F mal FY an der Stelle T und Y von T. Mit anderen Worten, das hier ist Y2' von T und das heißt, dieser ganze Term, der hier vorne steht, ist nichts anderes als minus H mal Summe J gleich 1 bis M Alpha J Gamma J mal Y2' von T. Jetzt hatten wir noch eine zweite Normierung, nämlich, dass die Summe über alle J Alpha J mal Gamma J gleich 1/2 sein sollte. Und wenn das der Fall ist, dann ist das hier also nichts anderes als minus H halbe mal Y2'. Naja, und Sie sehen,
hier vorne stand h halbe mal y2 Strich, hier steht minus h halbe mal y2 Strich, das geht gerade raus. Und der einzige Term, der überbleibt, ist ein o von h Quadrat, ja, also entweder hier oder hier. Insgesamt ist es ein groß o von h Quadrat. Es bleiben nur Terme über, die mindestens ein h Quadrat tragen. Ja, und damit ist der Satz tatsächlich bewiesen. In diesem Fall ist es tatsächlich konsistent von der Ordnung 2. Okay, gut, das hat ja jetzt gut geklappt. Also warum betrachtet man diese ganzen Verfahren? Naja, also ich hoffe, Sie haben die Rechnerauswertung oder diese Beispiele am Rechner so verstanden, dass es eine gute Idee ist, Verfahren möglichst hoher Ordnung zu konstruieren. Jetzt haben wir die immer mit so einer Idee konstruiert, also zum Beispiel mit Integration oder Differenziation oder irgendwie sowas. Und hier wäre jetzt einfach die Idee, gut, wir haben das jetzt maximal parametrisiert und wir erhalten einfach unabhängig von diesen Motivationen, die wir hatten, also mit Trapezregel, mit Mittelpunktsregel und so weiter, erhalten wir jetzt einfach einen Haufen von algebraischen Gleichungen und wenn die erfüllt sind, dann haben wir entweder Ordnung 1, Ordnung 2 und man kann das Ganze jetzt natürlich beliebig hochtreiben, auch Ordnung 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Das heißt, das ist ein probates Mittel, um Verfahren sehr, sehr hoher Ordnung zu konstruieren, ohne dass man immer wieder auf eine neue Anschauung gehen muss, dass man tatsächlich Integrationsformeln nutzen muss oder was, sondern man hat einfach einen großen Haufen von Gleichungen, für die muss man eine Lösung suchen und wenn man die gefunden hat, dann definiert diese Lösung ein Verfahren mit der geeigneten Ordnung. Okay, gut, also ich hoffe, Sie haben dem nochmal entnommen, wie man Konsistenz nachrechnet. Und ich glaube, das ist jetzt auch das erstmal das letzte Mal, dass wir das gemacht haben.